Moin Jungs und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mit dabei ist heute jemand, den ich gefragt habe, hey, magst du mit in der Aufnahme? Er hat geschrieben, jo, okay. Das heißt, wir sind hier gerade wieder auf dem Loveboot.net Server, weil ihr ja wisst, wie gesagt, die 1.6 macht gerade vielen Minecraft-YouTubern Probleme, zumindest in der MCPE-Szene, weil halt dann eben manche Server einfach nicht funktionieren und die Server halt auch eben weniger schlecht geupdatet werden können. Deswegen ist es zurzeit ein großes Problem, was die MCPE-Szene hat. Und ja, also ich bin gerade auf dem Loveboot.net Server, habe jetzt mal meine Discord-Partikel aktiviert. Ich finde, die sehen einfach ganz cool aus. Wie gesagt, wir befinden uns auch hier gerade in der neuen Liveboot-Lobby, die ich euch heute einfach mal zeigen möchte. Weil hier gibt es jetzt irgendwie längs, also so wie hier diese Kisten. Die sind richtig cool, weil da sind so Preise drin versteckt, beziehungsweise so eine Jump'n'Run-Map. Falls ihr die haben wollt, geht einfach mal so eine Kiste suchen. Eine ist jetzt direkt hinter dem Spawn-Portal. Da bin ich auch gerade mit dem lieben Rohr-Erik. Also Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an dich. Wäre cool, wenn du auf meinem Kanal vorbeigucken würdest. Wenn du Teil der ANK-Gang sein möchtest, wäre es nice, würdest ein Abo da lassen. Auf jeden Fall auch. Ansonsten natürlich an euch alle. Ne? Und wenn euch der Kanal gefällt und ihr mehr Videos sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und teilt den Kanal mit euren Freunden. Wie gesagt, zu meiner bisherigen Community habe ich schon gesagt. Zu den 20 Abos habe ich ein richtig krasses Special geplant. Und nein, das ist nicht, dass ich mich zeigen werde. Das hat sich allerdings auch schon das einer gewünscht. Und zwar die liebe Panda LP. Und ich kann dir sagen, irgendwann wird es passieren. Ich schätze mal so zu den 100, 200 Abos werde ich es auf jeden Fall tun. Weil ich habe auch Bock, euch quasi mich und ich zu zeigen. Ich werde auch auf jeden Fall dann Vlogs bringen. Also es wird noch einiges Geiles auf dem Kanal passieren. Nur bis dahin müsst ihr halt auch erstmal schaffen, zu diesem Ziel zu kommen. Ich persönlich könnte es jetzt auch schon jetzt aufnehmen. Aber ich möchte es ja quasi so als Belohnung haben für euch. Das heißt, wenn ihr die 100 Abos schafft, dann bekommt ihr eine fette Belohnung von mir. Und ja, also ich würde sagen, erstmal ab mit dem Video. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt mit der Lobby an. Also an sich sind wir hier gerade im, also in der Standard-Lobby, in der Alter, leckt's gerade rum, sorry. Wir sind hier gerade in der, wie heißt, in der, genau, Survival Games Lobby, das hier ist der neue Spawn. Hier gibt es dann halt eben diese ganzen Sachen. Die Spielmodi, ja gut, also jeder, der vielleicht gut spielt, kennt ja den Server. Ich zeige euch jetzt halt heute eben mal diese versteckten Sachen, zum Beispiel hier. Ist so ein Shop, da kann man sich halt einfach Sachen gönnen, klickt einfach aufs Schild, bekommt es dann, richtig, richtig cool. Hier hinten chillen auch immer Leute drin, also ist echt ganz nice hier zu sein. Auch zum Freunde finden ist der Server ganz, ganz cool. Hier sind auch richtig viele deutsche Leute online, zum Beispiel ich. Der Dino hier ist einer meiner Lieblingssachen auf diesem Server, ich liebe den, Alter, ist geil. Da vorne ist dann der Shop und ich zeige euch heute was hier, das ist etwas weiter hinten. Ich glaube, wir müssen hier lang. Die richtige Richtung? Ich weiß es gar nicht. Nee, fuck. Ja, okay, gut. Also bis gleich. Wir sehen uns dann da. Also, Jungs, ich habe es jetzt gefunden hier. Der Triceratops, der backt leider ein bisschen rum. Ist aber richtig, richtig geil. Das ist so eine der Sachen. Aber die ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Also, ich bin jetzt immer noch hier, weil ich eigentlich zu was anderem wollte. Und der gibt mir einen Kuchen. Ja, geil. Danke, Bro, auf jeden Fall an dich. Du bist cool. Auf jeden Fall, hier ist ein Triceratops. Alter, lol, hier ist ein fucking Triceratops. Hier ist mir noch nie aufgefallen. Ja, also hier war ich jetzt. Ja, wir sind eh falsch, aber trotzdem. Lol, Alter. Okay, cool. Ja, dann sehen wir uns gleich da, wo ich hin. Okay, Jungs, und falls es euch auffällt, es laggt halt einfach gerade extrem. Also, die Map lädt nicht, mein Spiel laggt rum. Das heißt, falls die Aufnahme wirklich sehr, sehr kacke aussieht. Jungs, sorry im Voraus dafür, das ist halt gerade. Ey, guckt euch das mal an, weißt du, es lädt halt wirklich einfach nicht die Welt. Also, ja. Auf jeden Fall, wir sind gleich da, wo ich mit euch hin wollte, nämlich ans Heilige Ei. Was heißt das Heilige Ei? Bei der Heiligen Nuss von Scratty. Jeder kennt wahrscheinlich Ice Age. Jeder kennt wahrscheinlich dann auch, also jeder, der Ice Age kennt, kennt Scratty, so war es gemeint. Scratty, dieses Ureichhörnchen, was halt verrückt nach Nüssen ist und die hat man hier halt auch nachgebaut in der Urzeit-Lobby, was ich persönlich richtig, richtig geil finde vom Server-Team, also voll nice, korrekt an euch, korrekte Leute und letztens war der YouTuber Funny Buddies online. Das ist auch noch sowas Cooles. Funny Buddies ist ein sehr, sehr cooler Typ und Leute, ich glaube jeder, also ich persönlich kenne das auch. Ich war schon ein paar Mal auf dem Server online, hat geschrieben, hey, ich bin YouTuber, wer möchte mit in der Aufnahme und so. Und dann haben alle geschrieben, oh mein Gott, Pascal, oh mein Gott, du bist ja online.
Oh mein Gott, ich liebe dich. Ich bin dein 300. Abonnent gewesen. Oh mein Gott, du bist so cool. Oh mein Gott, ich liebe dich. Du schaffst ja bald die 1K und so. Jungs. Und an alle, die das gemacht haben. Ich habe 10 Abos. Ich habe keine 300. Was auch immer ihr von mir wollt. Also, ganz ehrlich. Jeder, der sowas schreibt, Jungs. Der, also auch so, der wenn ihr zum Beispiel mal online seid und jemand schreibt, und ihr schreibt, hey, kennt irgendjemand Pascal oder so, cooler YouTuber, guckt mal auf seinem Kanal vorbei. Auf jeden Fall Ehrenmann-Aktion auf die, an die, die es machen, keine Frage, und auch an die schon mal im Voraus. Aber, Jungs, das würde halt einfach keinen Sinn ergeben, weil ich habe ja erst so wenig Abos. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass ich wieder so heftig gederbot werde. Also halt, dass mir wieder die ganzen Bots oder zwei Bots oder so waren das, dass ich halt wieder die ganzen Abos entzogen bekomme, Jungs. Ich weiß nicht wieso, wenn ihr mir dafür auch einen Grund nennen könnt, ist alles okay. Wenn nicht, verstehe ich es halt irgendwie nicht. Also, ja, war halt cool, so mit 15 Abos. Jetzt sind es nur noch 11. Bald werden es nur noch 10. Und ich glaube, ich weiß auch wieso. Also, Jungs, falls jemand meinen Cousin noch nicht abonniert hat, macht das auf jeden Fall. Ist ein cooler Typ. Lädt zwar jene Videos hoch, aber Kappa. sein Kanalname verlinke ich euch diesmal nicht. Den müsst ihr mittlerweile kennen. Blendonio 33. Ist ein cooler Typ. Hat auf ein paar Servern Premium, die ihm jetzt nichts, der ihm jetzt nichts mehr bringt, weil der Server nicht für die 1.6 geupdatet wird. Also, Erik, falls du das neue Update hast, bist du Opfer. Weil auf Endgames Games bringt dir dein Premium nichts mehr. Auf jeden Fall auch noch alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Und Jungs, falls ihr wirklich Bock habt und eine heftige Community seid, dann schreibt ihn doch mal unten in die Kommentare Geburtstagswünsche. Und ich sag's euch noch einmal. Schreibt mir bitte Fragen in die Kommentare, da ich ein Q&A machen möchte. Das heißt, ihr schreibt mir Fragen rein. Ich werde die mit einem Video im Gameplay beantworten. Das werde ich so als Community-Ding machen. Falls ihr mit mir mal reden wollt oder mit in eine Aufnahme kommen wollt, dann müssen wir das irgendwann mir ausmachen. Oder ihr joint meinen Discord-Server, den ich jetzt dann bald demnächst erstellen werde. Dann werde ich das Video hochladen. Also erst wird der Discord-Server und so. Da packe ich euch dann die IP und so auch alles mit rein. Das heißt, der Discord-Server heißt Hashtag AMKGang. Da werden News über den Kanal und sowas da, wenn verdingst halt. Und ja, also... Jetzt sind wir auch schon hier, wo ich eigentlich mit euch hin wollte. Was ist das Dino-Skelett? Das Dino-Skelett ist eine der coolsten Sachen auf der Live-Boot-Lobby. Also, Jungs, das ist auch, wie gesagt, nochmal das ganze Ding von vorne. Guck mal, das kleine Bing hier vorne bin ich. Das ist allein der Kopf von diesem Teil. Das Ding ist einfach fucking riesig und, wie gesagt, es ist halt einfach eine der coolsten Sachen in der Live-Boot-Lobby. Ja. Falls ihr die letzten beiden Videos noch nicht gesehen habt, unbedingt auschecken. Sind die zwei neuesten Videos, also das ist jetzt ja das neueste, sind die zwei letzten Videos auf meinem Kanal. Unbedingt angucken, das eine war eine richtig coole Bad Wars Runde, das andere war Master Builders. Mit einem Typ, der es wahrscheinlich immer noch nicht gelernt hat, dass die Nazis nicht mehr willkommen sind in Deutschland und immer noch einen Adolf Hitler Skin hatte. Das habe ich jetzt mit Absicht so gesagt, weil ich nicht möchte, dass das Video von YouTube gesperrt wird oder so. Und einfach, weil ich diesen Namen dieser unintelligenten... ungebildeten Person nicht aussprechen möchte, weil er einfach für mich, er hat einfach keinen Platz verdient quasi in dieser Welt und das ist auch einer der Gründe, warum ich wirklich ihn damals oder warum ich seitdem ich ihn gekannt, also früher fand ich dieses Zeichen von ihm halt cool, seitdem ich weiß, wer er ist, hasse ich alle Leute, die dieses Zeichen auch nur ansatzweise mit etwas Tollem verbinden und wirklich, also ich finde es einfach nicht cool von diesen Leuten, die sind unehrenhaft, der hat damals tausende Leute umgebracht. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht über den reden, sondern ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, wenn nein, dann schreibt mir Kritik in die Kommentare. Schreibt mir keine Hate wie, du bist dumm, du bist scheiße, hör auf mit YouTube, sondern wirklich Kritik. Das wäre viel, viel netter wie Hates. Und dann würde ich sagen, was mit dem Video. Ciao!